verarscht im Chat. Es war gar nicht Max im Chat, das war ich. Das warst du. Ich bin hier. Hallo. Ich bin mit Edis Account am Start, ne? Hast du dich nicht ausgelockt? Ich weiß nicht, wie es geht gerade. Ich bin jetzt. Twitch ist so schwer zu bedienen. Ja, ich habe hier nur den Chat offen. Egal. Wir spielen wieder Mu-Komplex. Zum letzten Mal heute wahrscheinlich, ne? Müssen wir mal gucken. Aber diesmal auf jeden Fall nicht mit 2 Wochen Unterschied. Deswegen wissen wir noch so ungefähr, was passiert ist. Also ungefähr. Es ist das letzte Mal heute. Ich habe gesagt, wir spielen noch einmal. Weil okay. Ich glaube, wir haben es heute entweder durch. Glaube ich nicht. Oder ist es halt einfach. Nicht mehr cool. Nicht mehr so lang, weißt du? Weil aber blöd ist auch. Wenn wir noch eine Stunde anfangen, dann ist es nach 10 Minuten vorbei. Ich glaube, wir kommen heute sehr weit. So. Continue. Was ist 38 Minuten? Ja. Ja, das ist das vom letzten Mal. Und zwar, pass auf. Kannst du dich noch erinnern, als. Ich weiß tatsächlich nichts mehr. Oh. Das ist eine Woche her. Max sein Mic, Gunnar sein Mikro. Schon wieder? Mikros sind aber nice. Max ist zu laut. Ja, die Regel ist leise. Ja, komm mal an. Das wird schon. Und zwar habe ich mir nochmal die YouTube-Kommentare von der letzten Woche angesehen. Ja. Und kannst du dich noch erinnern, dass die gute Lia, pass auf, ich sag gleich richtig, uns geraten hat, dieses eine Dokument nicht anzugucken, was so richtig riesig war, dieses Reports? Ja, das ist langweilig. Genau. Und dann hat jemand bei YouTube geschrieben, ihr naiven Kinder, wieso traut ihr einer KI, die Leier heißt, so wie Lügner? Leier. Und er hat halt geschrieben, dass quasi in diesem Report ein bisschen was zu der KI drinsteht. Oh. Und deswegen wollte sie nicht, dass wir das lesen. Und aber es war auch so ein langer Text. Es war ein super langer Text, aber mich interessiert einfach... Können wir das mal angucken oder was? Haben wir das? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Deswegen, wir müssen einfach mal gucken, wo wir uns gerade befinden. Ich weiß gar nicht mehr, was wir sind. Wir sind jetzt Mainframe wieder. Okay. Wir waren da oben, waren wir doch schon überall, ne? Haben wir das geschafft, komplett nach oben? Oben links? Zu Eddie Wolf fast? Ja, muss ja, sonst wäre da ja noch so ein... So ein Fragezeichen, ne? Da haben wir alles gemacht. Ja, es ist ein Hacking-Spiel, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Man muss viel lesen, Max muss viel tippen und die Schrift ist sehr klein für euch. Ihr könnt eigentlich gar nichts. Immer noch nicht geschafft. Weiß nicht, ich glaube, ihr könnt einfach gar nichts mitlesen, ihr kriegt einfach nichts mit hier. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Und guck mal. Im Hintergrund sieht man Michael, ne? Sieht man so ein bisschen hier manchmal hier auftauchen. Guck mal ganz kurz rein hier. Hier ist nämlich auch jemand versteckt. Der lötet hier noch ein bisschen. Ja. So, kannst wieder löten. Knippen. So. Gunnar schnallt nichts. Ich schnall nichts. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Nee, eine Woche, letzten Mittwoch war das. Aber lass uns nicht noch mehr Zeit verschwenden. Gut. Und ich glaube, guck mal, hier gibt es noch einen Command, der steht nicht drin. Nee, who is? Who am I? Who am I? Who am I? Der Film war ganz gut, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Irgendwann mal. Where am I? Wie konnte man denn noch mehr herausfinden, auf welchem Rechner man ist? Du bist, das steht doch da, Mainframe. Ach ja, klar, ich trottel. Okay. Und Gunnar schnallt nichts. Ja, Gunnar schnallt überhaupt nichts. So, wir gehen jetzt mal zu Evan Nice. Oder? Warte mal, jetzt weiß ich selber nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir waren da oben bei Eddie. Dann geh doch mal nochmal in Eddie rein. Okay, also ich muss erst zu Kyle. Nee, ich kann direkt zu ihm, ne? Du müsstest, glaube ich, jetzt direkt hinkommen, oder? Wolfes. Yes. So, okay. Was war da denn nochmal? Die hat irgendwas gesagt, da ist neben dem Fahrstuhl ist da irgendwas gewesen. Oh. Nee, da haben wir aufgehört. Pass auf, guck mal. You will be required to solve encrypted challenge in a limited time to prove your identity. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir doch gemacht. War das nicht das mit der kleinen Figur? Nein. Wir haben keine Zeitbegrenzung gehabt. Guck mal, doch, mal Start. Nein, 30 Sekunden. Was ist denn jetzt los? Ich weiß gar nicht. Irgendwas. Weiß ich nicht. Method. Ja. Oh Gott. Command not found. Help. Also Method ist die Datei. Okay, schnell reinmachen. 15 Sekunden, Mann. Ja, 10 Sekunden! Öffne die scheiß Datei doch! Die Datei der Welt! Toll! Das ist ein Morsecode. Morsecode! Okay. Ja, google jetzt, wie Morsecode geht. Okay. Morsecode. Schaffen wir doch im Leben nicht. Try again later. Kann ich das jetzt nicht nochmal machen? Doch, kann ich. Okay, pass auf, noch nicht. Ja, ich hab leider schon gemacht. Okay, sag mal. Punkt. Nee, wie spricht man das nochmal? Kurz lang. Kurz, ne? Lang. Also kurz lang, kurz lang. Warte. Kurz lang, kurz lang, kurz. Kurz lang, kurz lang, kurz. Kurz lang, kurz lang ist das. Okay, warte.
Ja. Chris. Ey, ich habe voll die geile Idee, pass auf. Wir schreiben uns schnell ab. Dann müssen wir das jetzt nicht 10-mal öffnen und wieder. Hast du einen Stift, Michael? Man kann das bestimmt irgendwo eingeben im Web. Warte mal. Hast du einen Stift? Gib mal her. Morsecode. Ich mach mal. Übersetzer, Morsecode. Eingeben. Wie meine Mutter googelst du. Danke. Ja, funktioniert aber. Okay, pass auf. Morsecode. Schreib mir den nochmal ab. Ah ne, erstmal muss ich hier Start machen. So. Kurz, lang, kurz, lang. Kurz, lang, kurz, lang, kurz. Kurz, 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 kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Lang, lang. Kurz, kurz, lang, lang. Ich mach schon. Lang. Ich mach schon, Max, brauchst gar nicht. Oh ja, du, ich schreib trotzdem lieber auf. Weil bin ich schon fertig. Ach, fuck. Ich schreib trotzdem auf. Nachher hast du einen Fehler gemacht. Ja, was ist denn jetzt die Lösung? Ich brauche hier einen Mausübersetzer. Wo hast du denn das aufgeschrieben? Hier. Ach, Copy. Ah. Achso, nee. Hier Morse-Code. Pfadfindergruppe Trofalach. Ja, ich bin meine Pfadfindergruppe hier. Das ist meine Scout private Online. Pfadfindergruppe, wo ich. Nicht schlecht. Das ist ein. Das heißt Rautezeichen, was wir gemacht haben. Raute? Nein, das kann ich. Morsecode Übersetzungstool schule.at. Da gehen wir nochmal rauf. Oh. Man kann, es gibt nur andersrum, weißt du? Wer will schon Morsecode eingeben und dann. Naja, Leute, die Morsecode empfangen. Was bringt dir das, wenn du es in eine Richtung übersetzt, aber nicht in die andere? Was ist das jetzt? Ich gebe das einfach mal so ein, bei Google gibt's nicht. Vielleicht hast du dich vertippt. Nee. Ich sehe schon den ersten Film hier doch nicht. Doch. Oh, habe ich alles falsch rum gemacht? Da hast du, guck mal, das war ja, glaube ich, kurz, kurz, kurz und nicht lang, lang, lang. Na gut. Fünfmal kurz, oder was? Ja, aber das bringt mir jetzt immer noch nichts. So, Morse-Code eingeben, gebe ich hier, google ich jetzt nochmal. Morse. Brauchst du den wieder? Code. Decoder. Decoder ist gut. Codieren. Hat wer den Code nochmal? Ja, ich kann ihn dir nochmal vorlesen. Hier. Zack. Dilugon. Brauchst du nicht? Denn ich encode jetzt. Ja. Nee. Hat ja super geklappt. Egal was. Decoden. Decoden musst du. Plus 5,x unterstrich, Komma minus 2. Naja. Hm. Warte mal, nicht dargestellt werden als x angegeben. Okay. Beispiel ist so. Das habe ich aber gemacht. Warte mal. Was hat er denn nicht erkannt? Plus 5 heißt es doch nicht. Ich glaube, wir müssen es mit dem richtigen Morsecode-Tabelle machen. Oh Mann, Kinder. So, dann lass uns nochmal den Code anzeigen, damit das alle nochmal sehen. Hier. Kinder, das könnt ihr mitraten. Ich gucke nochmal, ob ich es auch richtig abgeschrieben habe. So. Ah, das ist ja super. Da. So, wir haben jetzt einfach eine Tabelle vor uns. Das ist auf jeden Fall schon mal tatsächlich ein Punkt. Nee, das ist das doch aber gar nicht. Du musst jetzt auch aufpassen. Doch, das ist es doch. Nein, Gunnar. Was ist denn das sonst? Achso, da ist noch einer zu viel, meinst du? Ja. Okay. Nee. Das ist ja auch, Fängt mit Punkt an. Und da gibt's Leute, die haben das in. Hm. Das stimmt ja auch nicht. Da gibt's nicht. Gibt's nicht hier. Das fängt mit Punkt an und Ende mit Punkt, ne? Mhm. Da gibt's tatsächlich Leute, die das in Echtzeit ja, das verstehen, kann... wenn. Warum gehst du denn jetzt schon in die nächste Tabelle? Ja, weil es da nicht gab, das Ding. Weil es hier keine Punkte gab. Hier wurde mir gesagt, es wäre ein Punkt. Kreuz, ne? Das stimmt sogar, das ist ein Kreuz. Ein Plus. Ja, ein Plus. Dann stimmt das doch, was ich ihm als übersetzt. Ja, warte mal, hab. Was sind denn die 5 Punkte? Ist das eine 5? 5 mal Punkte kurz. Ist eine 5, ja. Dann passt das doch alles. Dann stimmt das alles. Das ist ja auch ein Passwort. Was ist das nicht? Ja, wo haben wir das denn gehabt jetzt?
Strich, Strich, Punkt, Punkt. Ja, das hat er nicht erkannt. Der hat doch gesagt, ist ein X. Okay. Was hast du? Was ist der nächste? Strich, 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 Punkt. Strich, Punkt, Punkt, Strich, Strich. Strich, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Strich. Ja, Firewolf. Genau, das hat ein uns dieses Tool auch ausgegeben. Mit, aber mit so einem... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch bei uns. So ein dieses spanische N. Dieses Nino, oder wie heißt das? El Nino? Guck mal, was daneben steht. Ja. Multiplikation? Was? Die Lösung ist laut Übersetzer plus 0, das ist ja schon mal falsch, weil das zweite ist schon mal 5 und nicht 0. Ja. So ein N. Das ist halt so ein Nein, guck mal, was daneben steht. Multiplikation Stern X. Ich würde jetzt mal... Wie soll man das denn eingeben? Nee, warte mal. Hä? Gunnar, du hast schon wieder falsch geguckt. Da sind zwei Punkte in der Mitte. Nee. Ja, hier aber... Bei dir sind zwei Punkte in der Mitte, sag das doch. Okay, dann ist das natürlich was ganz anderes. Nämlich... Gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Strich, Strich, Punkt, Punkt. Kann es sein, such mal das Komma, bitte. Ein Komma? Ja, Komma. Da ist es doch. Alter, Gunnar, willst du mich komplett verarschen? Ja, da ist ein Komma, ist es. Alter. Das stimmte doch alles, was er gesagt hat, ne? Ja. Der Morse-Code-Übersetzer. So, jetzt warte mal. Soll ich den nicht einfach wieder übersetzen lassen? Dann geben wir das mal ein. Dann müsste das ja theoretisch... Hast du mitgeschrieben letztes Mal, oder was? Nee. Kommen wir wirklich. Aber du kannst hier, ja nicht das behaupten, dass es nicht gibt und dann... Ja, dann benutzt das. Hier. Hier, dann gib das doch mal ein. Dann brauchen wir gar nicht weiter gucken. Gib das doch mal ein. Dann ist das ein X. Hier, dann ein Unterstrich, das ist ein Komma. Unterstrich, das ist wieder das Kommata. Minus 2. Mann, ey. So. Wir streiten uns doch nicht, Max. Nein, überhaupt nicht. Aber wir hätten dem gleich mal glauben können hier. Bloß? Aber normalerweise... Ach, guck mal, was steht... Das hat gerade schon jemand gesagt. Da oben, gucken, was da steht. Was? Value 15. 15. Ja, mach doch mal eben. Ja, warte mal. Das ist ja anscheinend eine Kalkulation. Plus 5? X? Ja, aber das ist doch... Heißt das Komma, das ist ein Bruchstrich? Nee, ne? Vielleicht ist das, soll das X ein Multiplikator sein und dieser Unterstrich ist da, wo du die 15 einfügen musst. Dann ist es plus mal 15. Aber was macht dann das Komma da? Minus 2. Gib es mal so ein. Okay, ich gebe es erstmal so ein. So, was kann ich, warte mal, aber was kann ich denn hier? Du musst dieses Login-Ding reinmachen mal wieder. Ach so. Wie ist das denn? Solve. Was drückst du da drauf? Was machst du denn? Warte mal kurz. Mit dem Kommando kann ich eine mathematische Lösung... Unlock the Challenge. Und jetzt soll ich das einfach eintippen. Nee, es gab doch diese Datei, die wir aufnehmen müssen. Ja, die Datei ist doch der Morse-Code gewesen. Genau. Ja, und was mache ich jetzt? Solve. Und ja, dann gibst du das ein. Soll ich doch gerade schon machen. Plus... 5. Komma. Plus 5, Komma X. Unterstrich, Komma 2. Minus 2. Ja. Nee. Das hat was mit der Zahl da oben zu tun. Okay. Also, 15. Müssen wir die 15 da einfach vormachen? Na Mann, ich wünschte mir... Die Leute sagen, es ist 38. Ich würde mir... Ja, aber es ist ja jedes Mal ein anderer Wert, weil oben der in diese... Ja, ist der immer anders? Gib mir... Ich trinke ihm erstmal ein Stückchen Tee, du. Mann, ich wünschte mir, ich könnte irgendwas von dem verstehen, was hier im Gib Chat doch mal steht. Diese 38 ein. Das ist wirklich 15 plus 5. Okay, ich gebe der 38 ein. Ich sagte schon jetzt, dass es nicht richtig ist, weil... Jetzt ist ja 21 da oben.
Ich soll doch jetzt nicht einfach 21 eingeben. Nein, natürlich nicht. Du sollst ja 21 plus 5. Okay. 21 plus 5 ist gleich. Nee, nicht eingeben. Wir sollen ausrechnen. Okay, okay. 21 plus 5. Ja, toll. Bist du bei 26 und dann kommt X Unterstrich. Was hat dieser Unterstrich? Ich glaube, der Unterstrich ist einfach. Ja, weiß ich auch nicht. Junge, 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 du. Das ist aber wirklich ein Hacker. Oh Mann, Gunnar, das ist kein verkackter Unterstrich. Das ist die 2, guck mal. Das ist plus 5 mal 2. Dieser Unterstrich ist einfach falsch. Guck mal, das ist das gleiche wie hier. Wie kann das hier ein Unterstrich sein und hier eine 2? Ich guck mal in unseren Morse-Code-Dings, weil hab ich dir wieder was falsch eingegeben vielleicht. Habe ich ein Ding zu viel eingegeben? Oh Mann, oh. Jetzt ja, mal X, also Start. Mal 2. 23 plus 5 sind 28. Mal 2 sind 56. Minus 2 sind 54. Ja, 54. Ha. So, Mann, ey. Wir sollen das alles in einer Challenge machen? In 15 Sekunden? Warte mal, die Rechnung ist doch jetzt gar nicht so schwierig beim nächsten Mal. Nee, gut. Wir müssen jetzt. Ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder Zeit verplempert. Muss ich nochmal. Nee. Das ist ein JPEG, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Nur weil wir wieder zu viel diskutiert haben. Das war so ein komisches Bilderrätsel. Ja, aber gleich schaffen wir es bestimmt, Max. So. Oh, wir sind dumme Leute einfach. Also ich auf jeden Fall. Wir machen jetzt mal Werbung. Wie geil du gesagt hast. Nein, nein, schreib dir das nicht auf. Schreib dir das nicht auf. Ich hab das hier. Wir fahren nochmal runter und dann konzentrieren wir uns gleich und dann lösen wir das Spiel. Tschüss.